So, dann wollen wir uns doch mal die Freundin von Claptrap oder den Freund, wie auch immer, suchen, oder? Was sagst du dazu? Ja, tun wir das doch mal. Eine weitere Claptrap-Einheit, wer hätte das gedacht? Noch so ein nervendes Etwas. Juhu, ich freue mich schon. Vielleicht ist die ja nicht ganz so nervend. Bin nicht sicher, ob das geht. Kommst du mit ins Bist du? Auto? Ach so, ja, Moment, ich wollte noch Geld sammeln. Ach, da unten. So, dann fahren wir doch einfach mal hier lang. Und darüber und dann und dann auf. Hallo, hallo, hallo. Jemand zu Hause? Oh shit. Oh shit. Gib ihm. Ich kann ja nur mit Säure schießen. Ja, ich würde sagen, oh, hier geht's noch weiter. Ja, ich weiß aber nicht, ob das der richtige Weg ist. Wo bist du denn lang? Hier ist nämlich Da auch links irgendwie geht's weiter noch. gesperrt. Ja, ich weiß schon. Ich wollte nur mal gucken. Aber scheinbar, ich habe gedacht, es geht vielleicht hier rum irgendwie. Naja, vielleicht ist der Richter, aber wir müssen wahrscheinlich dann laufen. Nö, ich denke, wir müssen hier rum. Und dann laufen. Spring schnell raus und dann weg hier. Nee, ich mache hier erst noch platt. So, jetzt. Ach so. Wenn die nicht so viel wenn die schon gleich tot sind, dann okay. Nur irgendwie gehen die recht schnell. Der wilde Krieger. Brenn! Wilder Krieger. Schleck. Hatte gerade irgendwie einen komischen Leck. Was? Keine Munition? Ich Ernsthaft? schmecke das Eisen! Wo ist denn der hier? Ach, Fähiger, Jäger. Leg dir mal einen Stall zu! Diese komischen. Typ, sie ist upgraden die immer. Die Medizinmänner. Dich tot. Scheiße. Was, wo bin ich denn? Ach, oben drauf auf dem Medizinmann. Ja, hervorragend. Das ist ziemlich peinlich, aber auch ziemlich gut. Was? Wo steht denn der? Hä? Bin ich doof? Hier steht er. Ich bin noch nicht voll. Mann. Zwing mich nicht, ich kann dich schmecken. So. Ich komm schon wieder gar nicht klar. Ich hab auch wieder eine Weile nicht gespielt gehabt. Warum habe ich denn jetzt hier keine Munition? Ich brauche jetzt noch Munition hier. Das ist bei Borderlands irgendwie immer extrem. Also ich weiß nicht mal warum. Ja, weil ich finde die Steuerung bei Borderlands ist wirklich gewöhnungsbedürftig. Medi! Also wenn man sich dran gewöhnt hat, ist die eigentlich ziemlich cool. Oder keine Ahnung, es ist halt. Du musst dich halt wieder dran gewöhnen, einfach wie ein Irrer drauf zu bratzen. Und so, keine Ahnung. Ich finde echt, das ist Gewöhnungssache. Wenn man dann wieder 5 Minuten spielt, hat muss er wieder raus. Der erste. Klingt, als wärst du in der Nähe des Signals, aber ich sehe. Oh, warte! Dieser Skag hat die Claptrap-Einheit verschlungen! Was? Du musst den Skag beschützen, bis er den Claptrap auskotzt! Beschützen? Beschütze Perky. Puky. Da kotzt mal mein Freund. Naja, es kommen wahrscheinlich erst noch ein paar Gegner. Ja, aber wo? Ja. Naja, jetzt wahrscheinlich. Ja, gleich. Toll. Warum rennt der jetzt dorthin? Rennen nicht weg. Bleib doch hier, so können wir den nicht beschützen, du Vollpfosten. Ja, das ist der Sinn der Sache. Wo sind denn jetzt die? Warum rennt der immer im Weg? Wo ist denn? Jetzt wird's lustig! Ich sehe hier die doofen Viecher. Ich renne jetzt mal dann auf. Weil ich sehe nämlich keine Gegner zum Töten, Alter. Lokalisiert das. Wo ist denn das Gag? Ach, eine Dose Schweine, keine Ahnung. Ich renne auch mal da hoch. Nee, einer muss unten bleiben. Guck mal, die sind nämlich jetzt unten da. Dann. Ja, dann bleib ich unten und du oben oder so. Na. Ja, okay, dann geh ich jetzt hoch. Ja. Ah. Hier sehe ich auch besser. Füttere mich! Wieso, mein Freund? Oh! Was? Hallo, wieder Krieger. Hast du einen gefunden, oder was? Mhm. Freund.
Wilder Krieger! Oh, mein Klettpip macht einen... Mann, dieser Klettpip und ich werden so viel Spaß miteinander haben! Death Trap. Oh, oh, Medizinmann, böse Medizinmann. Scheiß Medizinmann. Hilfe. Ja, ich brauch grad selber. Huch. Oh. Huch. Ich hab grad selber das klein wenig viel los, ja. Immer werde ich wiederbelebt und dann bin ich wieder tot. Was soll denn das? Alles gut? Ja, alles gut. Oh, ein Badass-Wilder. Scheiße, zwei Badass-Wilder. Die prügeln den grad. Ich bin ja tot, warum? Hilfe, 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 Hilfe. Oh, ich bin tot. Dann töte schnell die Badass. Nein, ich bin ganz tot. Ach so, was? Ich bin gerade ungefähr viermal hintereinander gestorben. Und dann ging es ziemlich schnell. Wieso lebt er jetzt? Hat er jetzt wieder so viel Leben? Ist das der mit dem wenigen Leben, oder was? Scheiße. Ach, hier. Okay. Das ist wenigstens kein weiter Weg. Ah. Wie müssen wir den noch beschützen? Bis alle tot sind wahrscheinlich. Okay, der ist erstmal weg jetzt hier. Oh nein, ein neuer Badass-Bild ausgekommen. Wenn die weniger Leben haben, laufen die langsamer. Dann kann man so gut kiten. Ach du Scheiße. Drecks-Badass-Viecher. Huch. Was ist denn jetzt hier angekommen? Oh shit, ich glaube, wir sind zu weit dann ausgelaufen. Das ist jetzt natürlich doof, glaube ich. Das könnte ja einfach mal eine Granate droppen bei den Viechern, die wir getötet haben. Scheiße. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt noch töten soll hier, weil hier eine Hexe töten. Plünderer hier vielleicht. Oh, scheiße, ich bin gleich tot. Nein, wo ist er hin? Scheiße. Ich eile. Ich krieg's hin. Und jetzt kratze ich mir dein Gesicht vor den Fingernägeln. Kotz den Hass aus. Lass mich deine Schreie hören. Was hab ich getan? Oh, jetzt rennt er nämlich wieder zurück. Ja, siehst du? Kotz. Na gut, ne? Ich hab gedacht, er hat wenigstens mal eine andere Farbe. Juhu, er ist tot. Oh. Super. Ja. Achtung, Skalier. Oh. Dass die sich mit das gesprungen ist. Ja. Hab ich gesehen. Guck mal, Gehirn des Sumpfs, Gag-Welpen. Ja, was? Was? Wie Schaden der gemacht hat. Mir tut niemals etwas leid. Ältester Alpha-Sumpf-Skeck. Ju, Level up! Also mir fehlt noch ein halbes Level. Lass uns mal noch dahinter gehen, damit wir das noch aufgedeckt haben. Ja. Auf der Karte. Obwohl es gut sein kann, dass wir da eh nochmal hin müssen. Aber wer weiß das schon. Aber da ist. Oh, guck mal, da ist ein Handelsdingens. Zum Verkaufen meine ich jetzt. Handelsdingens. Hier ist irgendwie ein Opfer. Alter, den man anzünden kann. Oh. Menschengrillen. 1 von 4. Finden wir bestimmt wieder nicht alle. Büp! Ist Raketenwerfer-Munition drin oder Raketenwerfer? Bitte in den Behälter dort unten. Falls du sowas brauchst. Weg damit, weg damit, weg, 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 weg. So, was habe ich denn hier für einen Skin überhaupt noch? Braunes Zebra. Propellerboot. Na schön. Catch a ride, ne? Ja. Hier gibt's Medikits und Schilde. So.
Aber es gibt keine Munition für mich. Das ist schlecht. Aber ich kann mal kurz skillen. Skillen, skillen. Was wollte ich denn skillen? Das hier. Und Token kann ich auch laden. Eine maximale Gesundheit natürlich. Und Granatenschaden. Zack. Ich sammle dann Meile hier noch den ganzen Rotz ein, der herumliegt. Und mache eine andere Nebenquest an. Und zwar. Mach das. Klau die Rakete. Hey, du und Hammerlock, ihr habt ohne mich Freundschaft geschlossen. Wer dich losschickt, um Viecher zu killen, oder? Na und schon, das kann ich auch. Ich habe irgendwo ein Rack gesehen, das man nur mit was Hellem und Lautem anlocken kann. Mit Schießpulver zum Beispiel. Los, treib welches auf. Ist der eifersüchtig auf der Hammerlock? So hätte ich von ins Bau. Ach, guck mal, unser Freund rennt hier vorne rum. Oh, hier lag noch eine Skin-Anpassung. Fürs Catch a Ride bestimmt, ja. Zack. Hallo. Kotzfritz. Da hinten geht's auch nicht weiter, okay. Dann schnell ab in unser Boot. Wie fehlt dir eigentlich noch bis zum Level up? Ein halbes Level, habe ich gesagt. Achso, hatte ich das schon gefragt gehabt? Nee, das habe ich selbst gesagt, als du Level up hattest. Achso, dann habe ich das wohl nicht gehört. Nichts. Für mich so realisiert oder so, keine Ahnung. Naja. Ist ganz schön eng. Hier müssen wir hin, wie es aussieht. Was wackelt denn hier? Bist du denn wieder geparkt? Wie habe ich denn geparkt? Gut, würde ich sagen. So aus wie ein Erdbeben. Wie immer. Ein ganzer Bildschirm hat gewackelt. Du bist ein Erdbeben. Ich habe hervorragend geparkt, was du schon wieder hast. Huch. Geht's hier eigentlich hoch, wo ich gerade lang war? Wo geht's hoch? Achso, hier? Ja, ich geh mal stark davon aus, dass es dann aufgeht. Immerhin zeigt das Ziel ja dorthin. Achso. Ich habe jetzt schon wieder irgendwie nach den grünen Fragezeichen geguckt, wo ich hin muss. Was? Endstation, Gauner? Du kannst nicht gewinnen. Wir kämpfen für Jack. Hier sieht's noch nach so einem Menschengrill aus. Wir sind auf alle Fälle noch wilder Triggermann. Blitzmedizinmann. WTF. Wonach sieht's hier aus? Noch einem Menschengrill. Was war denn das? Irgendwas hatte ich da hingerafft. Ach du Scheiße, schon wieder Badass. Hinter dir, Badass. Kommt auf dich runtergehüpft oder so. Eine scharlachrote Scheibe Pizza! Ach nee, Mann. Was? Deathtrap, mittlerweile sind die durch meine Waffen, durch meine Granaten nicht mehr instant tot. Ich hab mal nebenbei den Menschen angezündet. Achso, zählt das auch für mich jetzt mit? Ich weiß nicht, hast du da stehen gehabt? Ich hab's nicht gesehen eigentlich, um ehrlich zu sein. Hm. Ich kann aber auch nichts mehr anzünden. Nein! Warum stirbst du denn jetzt hier? Ja, weiß ich nicht. Hey Leute, guck mal, wer wieder da ist! Hey Leute, guck mal, wer wieder da ist! Oh, schon wieder, ey. Dann überlebe ich das nicht. Ach, hab dich nicht so. Iridium! Konntest du den noch anzünden? Backe, oh Mann! Nö, wird schon gezählt haben. Hat's bestimmt nicht gezählt, ja. Guck mal, hier ist ein Klo und da ist nichts Tolles drin. Schade. Ich hätte jetzt gedacht, in so einem Klo findet man was Cooles, aber irgendwie war dem nicht so. Gut, du hast das Schießpulver gefunden. Ja! Füll es jetzt in eine Kanone, die ich vorbereitet habe.
dann kannst du den Rack anlocken und für mich killen. Da hinten ist noch eine Kiste. So, das ist so eine Claptrap-Kiste. Wo auch wieder nur Mist drin ist. So, wo müssen wir denn jetzt hin hier? Zur Markete. Ja, nur wo ist die? Noch da oben wieder und irgendwie weiter. Wieder in die andere Richtung sozusagen. Ans andere Ende der Welt und weg von hier auf jeden Fall. Genau. Wieder in unser Tuckerboot. Jawohl. Kannst losfahren. Ich laufe eben den weiten Weg drum. Tuckerboot. Irgendwie das Schießteil sieht aus wie ein Smiley. Okay, wir müssen hier oben rauf, wie es aussieht. Also, vorsichtig. Hier müssen wir aussteigen. Toll, der Weg war weit. Ja, laufen jetzt nicht wollen. Hey, die schießen unser Boot kaputt, glaube ich. Ne, die schießen auf uns, oder auf mich besser gesagt. Die Säcke. Was sind das? Skeks? Ne, wie hießen die Fliegflugviecher? Rax? Rax, genau. Skyhunter in dem Fall. Oh. Benannt. Der mit seinem Motorboot da unten soll sich mal verziehen. Guck mal hier! Skyhunter. Super Badass Wreck. Hä? Jetzt sehe ich nichts mehr. Hinten am Horizont. Macht denn der da so weit weg? Na gut, dann lass uns doch mal das Raketenzeug. Das Schießpulver ein und dann feuere sie ab, um den Rag anzulocken. Um den Rag anzulocken. Vielleicht sollten wir erstmal die Viecher da unten töten, die nerven. Welche Viecher? Die mit ihren Mopeds da unten. Autsch. Achso, die packen da fest oder was? Ja, die schießen aber halt auch immer hier hoch. Vor allem der da rumfährt noch, der schießt immer hier hoch. Ist auch sehr schön, dass wenn man von so einer Kugel getroffen wird, absolut überhaupt gar nichts mehr sieht. Kommen die jetzt wieder oder sind die jetzt ja, weg? Ja, sind gerade da noch. Irgendwie unter dem Felsen durch. Jetzt hängen sie auch hier fest. Super. Ja, dann schießt halt einfach drauf. Ja, und da waren sie tot. Okay, jetzt können wir den Rack beschwören. Der Rack-Dahlia-Mord. Wisst ihr Bescheid. Zeichen. Rackenart. Rackenart. Der ist ziemlich groß, wie es aussieht. Und du triffst ihn nicht. Ich glaube, der kriegt einfach noch keinen Schaden da oben. Oder? Doch jetzt. Mord ist sein Hobby! Ragnard! Was geht ab? Hast gehört, der Strap, jetzt will ich Kleinholz sehen. Mord ist sein Hobby, hat er zwar bei mir gesagt. Die Farben! Okay. Kotz die Farben! Salz! Der Ragnard, leuchtet hübsch. Wo ist mein Salz? Ja, aber was macht der? Keine Ahnung, blutiger Sand! Gib mir meinen Schädel zurück! Ja, das ist schlecht. Oh. Der kotzt irgendwelche Explosionsdinger. Du musst bei dem die ganze Zeit in Bewegung bleiben. Okay. Jetzt sind wir tot. Schätze ich mal. Ja, ich schon. Ja, ich schaff das halbe Vieh auch nicht mehr alleine. Ja. Muss immer laufen. Fleißig. Okay. Immer fleißig laufen, dann wird das auch was. So, wo sind wir denn jetzt hier? Weil da schießt irgendwie so Explosionskugeln. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Keine Ahnung, da vorne ist irgendwie der Fels da. Oh, wir waren. Der kommt schon wieder zu dir runter. Oh. Alter. Der Doofbatz, hä? Warum muss der auch irgendwelches Explosionszeug schießen?
Was uns natürlich wieder beide erwischt, wenn wir nebeneinander stehen. Oh, hervorragend. Retz mich nicht, retz mich nicht. Okay. Es fängt an zu bluten. Ich habe beschlossen, dass es wichtiger ist, ich selbst zu bleiben, als neidisch auf Sir Hammerlock zu sein. Eine weise Entscheidung, Claptrap. Wahre Stärke kommt von innen. Oh Gott, das war so klasse. Bring mir bei, so zu sein wie du. Lol. Ach, da drüben steht unser Boot noch. Na egal, ich mache uns ein neues. Was soll's, dann mache ich eben ein neues Boot. Bootverschwender. Ja, total, ne? Voll schrecklich. Jetzt wollte ich mal schauen, was haben wir denn noch so oben? Sammle Datenrekorder, wisch die Urinpfützen auf. Alles klar. Ich will keine Urinpfützen aufwischen. Wenn du Professor Nakayama erledigen willst, solltest du so viel du kannst über ihn erfahren. Ich glaube, er Komm hat ein paar seiner Audio-Tagebücher verloren. Finde sie! Audio-Tagebücher, na gut, dann finden wir die mal. Warte mal, sind die Urinpfützen verteilt oder sind die an einem Ort? Der Skag hat überall in meinem Wald sein Revier markiert. Ich habe eigentlich keinen Geruchssinn, machen wir das aber ich verfüge über genug Selbstachtung, um was gegen Leute zu haben, die mein Eigentum vollpinkeln. Halt. Du musst das Pipi für mich abwaschen, aber es geht nur nachts. Tagsüber ist Skagpisse unsichtbar. Ist gerade nachts? Ich weiß es nicht. Zumindest ziemlich dunkel, oder? Jo. Wo kann man denn jetzt hier rein? Hier oder dort auf der anderen Seite? Wir probieren es mal hier. Eieiei. Kenny? Was denn? So, Wand. Hast mich wieder zwischen den Wurzeln hier eingeschlossen. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Wenn du das nicht... Oh, hi. Autsch. Okay. Ich sehe, das ging's. Und ich sehe, dass ich schon gleich wieder tot bin. Bam, super. Der Moment, wo ich den getötet habe, klar. Vor allem ist direkt neben dir so ein, Hä? Ich treffe die Kleinen nicht. Nee, die geht. Jetzt. Alter. Was? Huh? Medikit? Medikit? Was? Ja, neben dir war eben direkt so ein Medikit, als du gestorben bist. Verrückt. Albinos. Kann aber sein, dass es danach irgendwie. Nee, das hab ich gesehen. Ja. Ah, das war sogar eins so einer, den wir töten mussten für die Nebenquest, die man nur zufällig trifft. Cool. So, und jetzt? Ja, jetzt müssen wir Pipi für zu suchen. Wahrscheinlich ist nicht nachts oder so. Ja, vermutlich. Oder irgendwie sowas. Das ist das I doch, es ist nachts. Ach, hast du gefunden? Ja. Die leuchten. Ziemlich eklig. Also noch war das nur eine? Nee, das ist noch mehr. Fünf, ja. Ja, lass mal weiterlaufen. Ich sehe ja nicht wirklich viel leuchten, um ehrlich zu sein. Doch dort leuchtet noch was. Aber das ist das. So gelb oder was? Das ja, ach, da oben ist noch eine, ja. Oh Mist! Weißt du, was mir gerade klar wird? Siehst du da? An dem. Vorsicht, Untertan! Die Situation könnte etwas haarig werden! Was hat es ferngehalten? Keine Ahnung, komm nicht zuhört. Ich höre generell nicht zu, wenn Claptrap irgendwas sagt. Guck mal, hier kommt man nicht hoch. Du hast es fast geschafft! Nur noch ein paar Pipi-Flecken! Alter, was kommt. Wo kommen die denn hier plötzlich alle her? Ich geh dann mal. Tschüss. Im Boom springen sie dann hinterher. Aua, aua. Harkins, Sumpfskeck. Auf hier rumzuspucken. Dreckvieh! Mann! Was ist das denn hier eigentlich? Naja gut, was auch immer. Da ist noch so ein Harkin-Vieh. Komm. Ältester Alpha-Sumpf-Skick. Was? Hier ist noch so ein ältester Alpha-Sumpf-Skick. Oh. Jetzt nicht mehr. Aua, ich bin gleich auch nicht mehr. Ah!
Kriegst du den Tod? Ja, jo. Okay. Warum frage ich überhaupt? Na komm. Ah.